Meine Damen und Herren, ich möchte unseren nächsten Redner, Herrn Dr. Fischer, vorstellen und ein paar Gedanken voranstellen, vielleicht einen oder anderthalb oder ein Dreiviertel, mal schauen. Es ist eine selbstevidente Aussage zu sagen, dass so etwas wie ChatGPT eine disruptive Innovation ist. Und wenn wir uns dann andere disruptive Innovationen wie das Internet oder die Supraleitung, von der wir eben gehört haben, als physikalische Basis von Quantencomputing erinnern, dann wissen wir, dass eine disruptive Innovation als Mutterinnovation sehr häufig weitere Töchterinnovationen, die dann wiederum disruptiv werden können, auslösen. Also könnte man sich die Frage stellen, kann man jetzt schon so eine Idee davon haben, was denn jenseits von generativen Sprachmodellen möglich sein könnte? Könnte so etwas wie die Mutter disruptive Töchter haben? Das ist das Thema, das sich Herr Fischer ein gutes Stück gestellt hat. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe und wir sind gespannt, zu welchen Überlegungen er gekommen ist. Eine andere Idee, ich hatte ja anderthalb versprochen, ist, dass man vielleicht sich bewusst macht, dass es in dieser Welt eigentlich zwei Sprachen gibt. Also ich meine jetzt nicht Deutsch und Englisch, sondern zwei grundlegend verschiedene Sprachen, die eine Geschichte und eine Zukunft haben. Das ist so etwas wie die Sprachen, also Englisch, Deutsch, Chinesisch und die vielen anderen, die so etwas wie ein Baum sind. Die wachsen ja weiter. Und sie wachsen nicht weiter als Sprache an sich, sondern als das, was sie erzeugen. Eben die Literatur oder all das, was wir im Internet verbreiten. Das ist ein Baum. Und dann gibt es daneben einen zweiten Baum, der nur wenigen vertraut ist. Und das ist die Sprache der Wissenschaft. Und dazu gibt es ein wunderschönes Zitat, das ich mitgebracht habe, das ich wie so manches von Benoit Mandelbrot gelernt habe. Er hat das ausgegraben. Galileo hat 1623 in einem Traktat gesagt, auf Deutsch übersetzt: Philosophie ist geschrieben in diesem großen Buch, ich meine das Universum. Mit Philosophie meinte er damals die Naturwissenschaft. Und dann sagt er, man kann es nicht lesen, ohne seine Sprache zu verstehen. Es ist geschrieben in der Sprache der Mathematik. Und ohne diese irrt man umher wie in einem dunklen Labyrinth. Ich finde das ein unglaublich starker Satz, der auch sehr prophetisch war. Denn zu Galileos Zeiten gab es all das, was dann kam, natürlich nicht. Aber all das, was kam, arbeitet auf einem Sprachgerüst von Mathematik. Und dabei darf man ruhig ein bisschen weiter denken als nur die reine oder angewandte Mathematik. Die ist nur wenigen zugänglich. Aber in dieser Sprache als Baum sind Türme, hohe Türme von Wissen, von Verstehen, von Beschreibung der Welt entstanden. Und es könnte sein, und ich finde dieses Bild so schön von Michelangelo, dass sich diese beiden Welten vielleicht berühren könnten. Lassen wir uns überraschen. André, du hast das Podium. Ja, vielen Dank, Hans-Otto Peitmann, für diese tollen Bilder, für dieses Geschenk, dieses Zitat, das ich auch nochmal aufgreifen werde. Ohne jeden Zweifel sind Sprachmodelle und die Entdeckung wäre ein absoluter Durchbruch. Ich bin jetzt seit 10 Jahren dabei, in Unternehmen Künstliche Intelligenz in Wirkung zu bringen und nie habe ich eine solche Faszination gespürt von Menschen, die damit interagieren. Und diese Faszination kommt natürlich daher, dass Sprache geht an die Grundfesten dessen, was uns zu Menschen macht.
menschlichen Seins. Sprache ist unendlich flexibel, unendlich ausdrucksstark, um unsere Welt zu beschreiben. Sie ist aber eben nicht universell. Es fehlt noch ein kleines bisschen, um es wirklich die Welt komplett zu beschreiben. Das ist genau dieses Zitat als Geschenk, Hans-Otto Peitgen, das ich mal aufgreife. Es ist auch die Sprache der Mathematik, der Algorithmik, der wissenschaftlichen Methode, die es jetzt noch braucht, um das Ganze zu komplettieren und in Kombination auch wirklich die Welt beschreibbar zu machen. Und das ist auch im Kern das, was ich heute hier vorstellen möchte. Es kommen viele Beispiele, wie sich diese Sprachmodelle in diese Richtung erweitern lassen. Jetzt ist ein Sprachmodell ja nicht nur die Fähigkeit, Sprache zu erzeugen, also ein eloquentes, grammatikalisch richtiges, aber inhaltsleeres Geschwurbel wäre irgendwann langweilig. Es geht ja vor allem auch um den Nutzen von Sprachmodellen daher, dass durch das Training auf diesem gigantischen Korpus des Wissens der Welt, ja, so wie er halt im Internet bis zum Cut-Off-Date, jetzt Januar 22, irgendwie dargestellt war, hauptsächlich englischsprachig, dieses Wissen der Welt ist ja in diesen Sprachmodellen drin, in einer komprimierten, kompakten Form, von uns dann im Dialog abrufbar. Das macht es ja nützlich für uns. Deswegen ist auch nicht verwunderlich, dass die ersten Interaktionsversuche, Gehversuche mit Sprachmodellen waren halt, wie Nachschlagewerke. Ich kann halt diese Fakten jetzt daraus abgreifen und nachfragen. Geht aber eigentlich am Ziel und am Nutzen von Sprachmodellen vorbei. Für Nachschlagewerke haben wir mittlerweile andere gute Lösungen gefunden, die auf Prozessen der Fehlerkorrektur beruhen. Da brauchen wir ChatGPT nicht für. Der eigentliche Nutzen von Sprachmodellen, der kommt daher, dass wir sie in Problemlösungen benutzen können. Und jede Problemlösung, egal welche Art, geht nur durch zwei Phasen. Und diese beiden Seiten der Medaille haben unterschiedliche Begriffe. Trial and Error, Hypothese, Test. Für unseren Dialog heute passt am besten die Phase des Generierens von Lösungsvorschlägen für mein Problem, von Ideen und dann des Kritisierens. Das Ganze natürlich iterativ. Generieren, kritisieren, generieren, kritisieren. Wie der Name schon sagt, generative künstliche Intelligenz hilft natürlich vor allem beim Generieren auf der linken Seite. Wir machen das Kritisieren. Das heißt, Sprachmodelle und generative KI helfen insbesondere in Situationen, wo das Generieren für uns als Menschen schwierig ist. Langwierig, aufwendig, schwer. Das Kritisieren war einfach. Wenn ich eine Lösung habe und ich sehe sie, ich kann sie ganz einfach kritisieren. Sie machen gerade nichts anderes. Ja. Gestern Abend saßen wir im Orchester, haben die Musik genossen, kritisiert im positiven Sinne. In diesem Leben werde ich sowas nicht mehr kreieren können. Ja. Das sind genau diese Situationen, wo eine starke Asymmetrie herrscht zwischen Ideen generieren und kritisieren. Im Englischen gibt es für diese Konstellation einen wunderbaren Ausdruck, der heißt Armchair Criticism, also aus dem gemütlichen Sessel heraus einen Lösungsvorschlag zu bewerten. Andere machen es generieren. Und das Versprechen, das Potenzial von großen Sprachmodellen ist natürlich genau diesen Quadranten, diesen Sektor nach links unten zu ziehen, wo auf einmal beides einfach wird und dadurch Problemlösung und Fortschritt unglaublich beschleunigt, einfach schneller. Also glücklicherweise ist dieser Sektor ein, dem wir tagtäglich überall begegnen. Das ist vielleicht überraschend, aber es ist auf jeden Fall so, dass viele ganz alltägliche Problemlösungsszenarien fallen da rein. Gute Werke schaffen, welche Art auch immer, Software entwickeln, Empfehlungen geben, Diagnosen finden, jetzt nicht nur medizinisch, sondern auch im übertragenen Sinne, Ursachen für Probleme finden, in der Juristerei Präzedenzfälle finden. Wenn man mal genau darauf achtet und dieses Pattern sucht, wird man es überall finden. Das wäre die gute Nachricht. Und ich würde sogar behaupten, dass das auch für die hier anwesenden Personen auch in ihrem täglichen Tun durchaus relevant ist. Denn was ihr nicht gesagt habt, ist, dass es Kritisieren ist ja eine durchaus subjektive Tätigkeit. Es hängt davon ab, wer kritisiert, was einfach und was schwierig ist. Also das ist immer bezogen auf eine bestimmte Domain, auf einen bestimmten Erfahrungsschatz, auf einen Background, den der Mensch dann hat beim Kritisieren. Das heißt, wenn ich jetzt Frage, und das ist das erste von vielen, vielen Beispielen, erklär mal was zu unternehmerischen Strategiemethoden, SWOT-Analyse, Kill Your Company, was auch immer das ist,
dann kann ich mir das natürlich wunderbar erklären lassen und es dabei lernen, aber ich kann eben auch den Prozess durchgehen. Ich kann es auf mich selbst anwenden, jetzt mal hier in einer abstrakten Form auf eine Specialized Small Medium Enterprise IT Consulting Company. Und die Ergebnisse für mich, ja, die Ideen, die rauspurzeln, bewerten, kritisieren und in meinem Alltag benutzen. Von diesen Beispielen gibt es auch wieder sehr viele, die wir auch alltäglich in unserem unternehmerischen Alltag, in der Rolle als Manager benutzen und auch wirklich so einsetzen können. Interessanterweise hier als Thread für die IT-Beratung: Technological Advancements Reducing the Need for Consulting Services. AI-based Self-Service Solutions. Also er macht sozusagen meinen Punkt, den ich da bringen möchte. Das heißt, generative KI hilft uns dabei, Ideen zu generieren. Kommen wir zurück auf Galileo Galilei, Sprache der Mathematik. Was out of the box ChatGPT schon sehr gut kann, ist als Fundus dieser Ideen eben das gesammelte Wissen der Welt, wie es halt im Trainingsmaterial ist, zu nutzen. Das ist gigantisch. Meine These ist hier, mit Plugins lässt sich dieser Fundus noch vergrößern. Wird einfach noch mehr verfügbar. Noch viel mehr, was wir kritisieren können. Also der Raum der Ideen für unseren Armchair Criticism wird größer. Viel größer. Einfaches Beispiel, um das zu erweitern, ist, den Modellen Kontext hinzuzugeben. Wenn ich mal wieder auf diesen Faktenabfragemodus zurückgehe und einfach ChatGPT frage, wann war die letzte erfolgreiche Mondlandung, jetzt nicht mit Menschen, sondern eines von Menschen gemachten Objektes, dann wird er das letzte vor dem Cut-off-Date im Januar 2019 finden. Wenn ich jetzt aber ein Plugin nutze, jetzt hier das Wikipedia-Plugin, was nichts anderes macht, als zu der Frage passende Artikel rauszusuchen und die einfach beizusteuern als Input für das Sprachmodell. Jetzt kommen jetzt 3, 4, 5 Artikel, die dazu passen könnten. Dann kommt natürlich eine Antwort, die aktueller ist, die in diesem Fall auch dann die richtige Antwort ist. Ich bin jetzt in dem anderen Modus. Und ich bekomme auch direkt einen Quellenverweis. Ja, denn ich habe direkt das Stückchen Information, was auf dann die richtige Antwort in diesem Fall verweist. Also die einfachste Art von Plugins, aber schon eine der für wahrscheinlich die nächsten Jahre relevanteste, ist tatsächlich die sogenannte Retrieval Augmented Generation. Also ich nehme eine Anfrage vom Nutzer, suche darin in einer vorher vorbereiteten Dokumentenbibliothek nach passenden Dokumenten. Und da wird sozusagen auch ein Trick ausgenutzt, diese mittleren Layer, die wir heute gesehen haben in den neuronalen Netzen, wo ja Texte in Zahlenkolonnen umgewandelt werden in einer komprimierten Art und Weise. Das wird genutzt, um einen geometrischen Suchraum aufzuspannen und in einer Vektordatenbasis auch dann abzuspeichern. Und in diesem Raum kann ich dann passende, zur Frage passende, relevante Dokumente suchen und das einfach meiner Frage hinzufügen. Ja, ich frage dich jetzt das, berücksichtige dabei noch diese Stücke von Text und bekomme dann eine relevantere, eine konsistentere, eine bessere Antwort. Der Prozess bis dahin ist vollkommen deterministisch. Den habe ich vollkommen unter Kontrolle. Ich kann aussuchen, in welchen Bibliotheken wird gesucht. Ich kann bestimmen, was darf der User mit seiner Rolle, mit seinen Rechten im Unternehmen, was darf der überhaupt sehen, was nicht. Und das füge ich dem dann hinzu. Der zweite Vorteil dieser Architektur ist, dass ich das entkoppeln kann vom Training. Das heißt, das Modell selbst kann meinetwegen bis 22 trainiert worden sein. Die Dokumente können von gestern sein. Das beides ist komplett entkoppelt. Das heißt, ich kann hier sicherstellen, dass immer aktueller Kontext für meine Frage dazu kommt. Das ist die einfachste Art von Plugin, wo schon mal der Raum der relevanten Ideen vergrößert wird. Das ist aber nur ein Spezialfall. Der allgemeinere Fall, ich möchte jetzt mal hier an dem Beispiel, tatsächlich, also das nochmal zwei Beispiele zu dem Wissensdatenbanken. Wikipedia ist natürlich nur eine. Ja, also für Wissenschaftler gibt es natürlich große Repositories von wissenschaftlichen Papern, die man fragen kann, wo genau der gleiche Modus wirkt. Also finde ein passendes Paper für mein Thema. Ich kann es auch für interne Wissensdatenbanken nutzen. Wir haben das jetzt mal hier mit unserem internen Wikipedia verbunden, mit unserem eigenen Demonstrator. Worauf muss ich achten, wenn ich Projekte starte? Ja, das sind passende Artikel suchen. Also diese Erweiterung von Sprachmodellen, die ist so offensichtlich wie nützlich. Der allgemeinere Fall ist eigentlich der, wo ein Sprachmodell
modular mit Plugins versorgt wird. Das heißt, ich bekomme eine Frage und das Sprachmodell bekommt vorher eine Beschreibung, welche Plugins es zur Verfügung hat und was sie können. Und kann anhand dessen entscheiden, brauche ich jetzt für diese Frage ein Plugin oder nicht? Und welches nehme ich am besten? Das ist eine selbstständige Entscheidung des Sprachmodells an der Stelle. Dann hat das Sprachmodell auch noch Beispiele von Übersetzungen zwischen, was sagt jetzt der Mensch und was entspricht dem in meiner Domain-Specific Language, egal was es ist, Mathematik, Programmieren, sagen wir, Query, SQL, und kann dann passend zur eigentlichen Frage das übersetzen in die systemspezifische API, Datenbankabfrage oder was auch immer das ist. Schickt diese Abfrage dann an das System selbst, bekommt das Ergebnis zurück, was Text sein kann, Daten, was auch immer, irgendwas Systemspezifisches, übersetzt es in der Interpretation auch wieder mit diesen vordefinierten Beispielen zurück und kann dann eine Antwort verfassen. Das ist die Grundarchitektur. Das ist vollkommen modular. Ob ich dem Sprachmodell jetzt 1, 10 oder 100 Plugins anbiete, ist vollkommen egal. Ich muss natürlich sicherstellen, dass die Beschreibung und Definition gut genug sind, dass das Sprachmodell die Übersetzung hinbekommt, hin und zurück in beide Richtungen. Ein einfaches, aber auch wieder so offensichtliches Beispiel ist die Übersetzung von Sprache in Abfragen gegen Datenbanken. Also jetzt nicht Wissensdatenbanken, wo jetzt irgendwie Dokumente abgelegt sind, sondern einfach Datenbanken. Ja, ERP-System, Kundendaten, Verkaufsdaten, Sales-Historien. Also wenn es hier in einem Kontext ist, wie mach mal eine ABC-Analyse, habe irgendwie gehört, dass es eine sinnvolle Sache ist für ein Handelsunternehmen, dann zu fragen, mach das doch mal mit meinen Daten. Dann fragt er einfach jetzt im Hintergrund eine vorbereitete Tabelle und keine Angst, das sind jetzt hier simulierte Daten, die ich mit ChatGPT simuliert habe. Die sind jetzt einfach in einer Cloud-Datenbank verfügbar. Und so kann ich jetzt in diesen Flow reinkommen, Methodenwissen mit eben auch Dateninput zu verknüpfen und so daran weiterarbeiten. Ja. Und all das, was hier kommt, ist genau dieses Übersetzen von meiner Sprache in SQL Code. Das ist das, was halt in dem Sprachmodell schon drin ist. Und so komme ich hier weiter. Mathematik, Wolfram Alpha. Das Wolfram Alpha Plugin war eins der ersten, was so ein bisschen auch Prominenz erlangt hat. Die Wolfram-Sprache ist eine eher esoterische Formelsprache, die sehr gut ist für Mathematik, die aber auch unter den Naturwissenschaftlern nur von den letzten Nerds irgendwie genutzt wird. Also es ist wirklich etwas sehr Spezielles, eine sehr steile Lernkurve, ist aber unglaublich mächtig. Damit sind alle möglichen Berechnungen möglich, da sind Datenbanken hinter. Ich kann da, wenn ich weiß, wie ich es nutzen kann, sehr viel mitmachen. Stephen Wolfram hat relativ früh erkannt, dass natürliche Sprache ein wichtiger Zugang für seine eigene Bibliothek ist. Also noch bevor ChatGPT rauskam, hat er auf seiner Wolfram Alpha Webseite ein natürlichsprachiges Interface angeboten. Deswegen hat sich hier aufgedrängt, auch so ein Plugin zur Verfügung zu stellen. Als Beispiel habe ich mal hier ein Problem genommen, was als hart bekannt ist, das Traveling Salesman Problem. Also gegeben eine Zahl von Orten, die ich an einem Roundtrip besuchen möchte, jetzt hier die 15 größten in Deutschland, finde den kürzesten Roundtrip, um Sprit zu sparen. Das ist NPH das Problem. Mit 15 Städten gibt es schon 50 Milliarden mögliche Roundtrips. Das heißt, das zu berechnen ist gar nicht so trivial. Und wenn ich jetzt hier Wolfram Alpha diese Aufgabe stelle, und ich muss hier tatsächlich 5 Versuche machen, also ist noch nicht so ganz perfekt, dann geht er los und löst diese Aufgabe. Das heißt, Schritt 1, was sind denn überhaupt die 15 größten Städte in Deutschland? Man sieht, hier kommt eine Menge Informationen zurück, ne? Auch vieles, was ich eigentlich gar nicht brauche für eine Frage, aber es wird interpretiert, so dass der wesentliche Teil dann rausgenommen wird. Okay, wie schön, ja, es kommt sogar ein Bild mit, wo diese Städte liegen. Zweiter Schritt, habe ich ihm angewiesen, er malt das nochmal auf eine Karte, hat er eigentlich schon, aber okay, hat er nochmal schön gemacht. Und dann jetzt die interessante, finde jetzt den kürzesten Pfad. Und da gibt es tatsächlich in der Formelsprache eine Funktion für, wo ein cleverer Algorithmus hinterhängt, was eben eine optimale Route findet, eine kürzeste Route in nautischen Meilen. Und das ist das Ergebnis. Jetzt würden wir sagen, Armchair Criticism, ja, sieht gut aus, kann ich so planen, ja,
bitte Hotels buchen. Der Weg dahin ist allerdings nicht trivial. Es ist nur eins von vielen, vielen Beispielen, wo man mit Plugins à la Wolfram Alpha, das ist nicht das einzige, und vielen anderen, den Raum der Möglichkeiten deutlich erweitern kann. Das Plugin Wolfram Alpha, um ehrlich zu sein, ist wahrscheinlich eher was für Wissenschaftler, ja, die in diesem wissenschaftlichen Kontext generieren, kritisieren, machen wollen, mit Differentialgleichungen lösen, Integrale berechnen und dergleichen. Okay. Im Plugin-Store von ChatGPT gab es gestern 960 unterschiedliche Plugins. Das ist ein Ökosystem in sich, was unglaublich rasant wächst. Es gibt dort Plugins für Internetbrowsing, für alle möglichen öffentlichen Datenbanken, noch nicht alle, die ich mir vorstellen kann, aber viele, die sind schon eingebunden, die abzufragen. Ich kann Sachen zeichnen lassen, Mindmaps erstellen. Ich kann das auch in meiner, wenn ich mutig bin, ja, in meine Mail- und Chatprogramme einbinden und sie als Assistenten für mich benutzen. Ja, beantworte mal hier die Mail von Heinz Otto, ich kann gerade nicht, ja, sei höflich, und dann geht das dann raus. Ich kann nächste Woche, ja, wird Dolly 3 als Plugin für ChatGPT veröffentlicht. Ich kann auch sehr kreativ werden, ja, Bilder erzeugen, auch in beide Richtungen gehen, das Ganze iterativ machen. Und das ist erst der Anfang, wir wissen noch nicht genau, wo das Ganze hingeht. Ein Plugin sticht heraus für mich, was nichts anderes ist als ein Computer, eine Umgebung, in der Python-Code ausgeführt werden kann. Jetzt ist Python eine vollwertige Programmiersprache. Das heißt, hier verbinde ich dann wirklich die menschliche, natürliche Sprache mit der Turing-Vollständigkeit, ja, von Programmiersprachen wie Python. Und auf einmal, was da möglich ist, da bekommt man eine Gänsehaut. Ja. Als Beispiel habe ich jetzt mal hier eine Aufgabe genommen, die wir schon seit Jahren bei uns im Recruiting für Data Science Stellen einsetzen. Also wenn jetzt in der Vorbereitung, gerade eben im Livestream, einer der zukünftigen Bewerber das sieht, ja, setzt bitte genau aufpassen. Ich habe hier Daten hochgeladen, ganz einfache Daten von internationalen Rezepten und ihren internationalen Cuisines, ihren Küchen, ja, italienisch, griechisch und so weiter, und Zutaten in diesen Rezepten. Sehr simple Daten, selbsterklärend. Und ich frage jetzt hier einfach, ne, das ist so ein bisschen unsere Aufgabenstellung, erzähl mir was darüber. Ja, mach mal so eine Datenanalyse. Wie gehst du jetzt daran? Ja, lass uns damit anfangen, mal die Verteilung der Cuisines in diesen Recipes darzustellen. Ja, jetzt hier eher im Modus eines Prüfers und Prüflings, ja, aber nur zu demonstrieren. Ja, das heißt, die Daten werden ausgelesen, ja, die werden interpretiert, der Code dafür wird erstellt, es werden Plots gemalt, ich habe oben gesagt, mach die bitte schön, ja, nach Best Practices. Die sind schön für meinen Armchair. Jetzt frage ich, was ist die Komplexität dieser Küchen? Ja, was unterscheidet sich darin in der Art und Weise, wie sie Zutaten benutzen? Marokkanische nutzt 12 Zutaten, die irische eher wenig. Zeigt mir die Top 10 Zutaten pro Küche. Ja, das ist der Modus, wo ich jetzt Fragen stelle. Es kommt sehr kreative Visualisierung, die habe ich nicht ganz verstanden, aber das kann man mit arbeiten. Und jetzt schon etwas Schwierigeres, ja, wo man auch bei uns in der Bewerbung, ich sage nicht zu viel verraten, aber ist schon eine interessante Stelle, ja, wo man sagt, wie hängen denn diese Küchen jetzt miteinander? Ja, was haben die miteinander zu tun? Und auf einmal kommt hier sowas aus dem Nichts. Ja, so eine paarweise Ähnlichkeitsmatrix, wo ich sage, ja, sehe ich noch nicht was, ordne die mal um. Ja? Auf einmal sehe ich jetzt hier in der Tat Cluster, ja, asiatische Küchen, oben die europäischen Küchen, mediterrane Küchen. Bette das doch mal ein in einen zweidimensionalen Raum. Ein bisschen so wie Dokumente eingebettet werden. Ja, ja, okay. Jetzt, wo ich das sehe, kann ich es kritisieren und befinde es für gut. Ja? Also es macht natürlich auf einmal einen Unterschied, wie wir Bewerber in unserer Pipeline bewerten, wie wir unsere eigene Arbeit bewerten. Ja, was haben wir eigentlich als Data Scientist in Projekten für einen Wertbeitrag? Es ist mehr das Kritisieren, das Judgment, die richtigen Fragen vielleicht stellen, weniger das Generieren. Ein kleiner Ausblick, das ist von Herrn Uschka schon angerissen, das Thema Agenten ist ein ganz spannendes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich habe damals mit Siri und Alexa auch mal das Experiment gemacht, mal die beiden miteinander reden zu lassen. Siri, Alexa. Ist ulkig, hat nicht viel gebracht. Kann man hier natürlich wiederholen. Das heißt, auch hier eines der ersten Experimente war, ich gebe mal zwei Instanzen von ChatGPT, also einfach nur zwei Browserfenster, die voneinander nichts wissen, ja, zwei Kopien, einfach mal sehr spezielle Anforderungen. Und hier geht es um den Austausch eines Kalendertermins.
Ja, ich möchte meinen Termin machen, das sind meine Regeln und hier, du bist mein Assistent, um Kalenderanfragen zu verarbeiten, hier sind meine Regeln. Ja, diese API programmiert in natürlicher Sprache. Und jetzt einfach nichts anderes gemacht als Copy-Paste. Ja, also ich habe jetzt hier sozusagen den Übertragungskanal gespielt, ein bisschen rudimentäres Experiment. Und die beiden Agenten miteinander mal einen Termin aushandeln lassen. Ja, ich muss natürlich vorschreiben, ne, damit die wissen, ob sie jetzt mit mir reden als Nutzer oder mit dem anderen Agenten, was sozusagen der Präfix ist. Aber eigentlich ist natürlich den Agenten vollkommen unklar, von wem der Text kommt. Ja, nur, ob ich das jetzt tippe oder reinpaste von jemand anders, ist ja vollkommen opak. Das heißt, jetzt kommt jetzt hier ein Meeting raus, 3 bis 4:30 Uhr, naja, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Sie sind auch alle sehr höflich. Ja, okay. Eigentlich habe ich nur bis 4 Uhr Zeit. Also, das soll eigentlich nur die Idee verdeutlichen, dass Sprache ja auch ein Interface ist. Interface zwischen uns Menschen, zwischen Menschen und System, aber auch zwischen Systemen untereinander. Und diese Frage der LLM-basierten API durchaus beachtenswert ist. Und wenn wir jetzt das Ganze nochmal hochskalieren und Richtung Agenten gehen, dann gibt es jetzt in den letzten Monaten, eigentlich seit Sommer, einige sehr interessante Experimente, die alle im Open-Source-Kontext stattfinden. Eins ist hier das Smallville-Experiment von der Uni Stanford, wo so aller Sims, wer kennt das Computerspiel Sims, mal gespielt, ja, wo so Charaktere in Alltagssituationen miteinander interagieren, mit LLM-Agenten umgesetzt wird. Die haben jetzt kein Wolfram-Alpha-Plugin und programmieren nicht, da sieht es einfach nur plain ChatGPT dahinter. Aber die haben jeder ihre eigene Backstory. Ja. Du bist Abigail und du bist Klaus und das sind deine Motive und das ist dein Beruf. Ne. Die haben Orte, wohin sie gehen können, sie haben Aktionen und sie treten miteinander in Interaktion und man beobachtet da tatsächlich soziales Verhalten im Agent. Ja, die verabreden sich zu Partys, ne, kleine Intrigen, Gerüchte. Und das wirklich Spannende ist hier, dass auf einem anderen Abstraktionslayer aufgesetzt wird. Also nicht, man macht die Modelle noch größer mit noch mehr Daten und noch komplexer, sondern okay, wir haben ein Modell, wie können wir das jetzt ausstatten mit mehr Fähigkeiten? Und zwar vor allem mit Gedächtnis. Ja, also jetzt wurde ja vorhin auch dargestellt, geht so ein Sprachmodell einfach durch, ja, und vergisst sofort, was es gesagt hat. Was ich vorhin gezeigt habe mit dieser Vektordatenbank, mit diesem Information Retrieval, kann man natürlich auch wunderbar nutzen, um Erinnerungen abzuspeichern. Ja, also entlang dieser Geschichten, wenn ich jetzt Interaktion habe und die in einer Reflexionsphase verarbeite, für mich wegspeichere, dann kann ich die später auch wieder abrufen nach Recency und Relevance und Importance für meine Backstory und kann damit auf einmal eine Art von Charakter, von Agency aufbauen. Wenn ich das jetzt noch ausstatte mit den Möglichkeiten von Plugins, Programmcode zu schreiben oder auf dem Alphabet zu nutzen, also Spezialistenagenten ausbilde, dann weiß ich, Stand heute ehrlich gesagt nicht, wo das enden soll. Aber ich kann mir vorstellen, ja, dass man wirklich hingeht zu spezialisierten Teams von Agenten, die mit Menschen zusammen komplexe Probleme lösen. Ja, was heute schon geht, und das sind alles Sachen, die jetzt im Sommer entstanden sind, sind vor allem Agenten, die sehr selbstständig komplexe Softwareprobleme lösen. Ja, ich möchte eine Webseite, die das und das macht, und dann läuft das durch und dann habe ich das. Ja. Dass man wirklich ein Team von Research Assistants aufbaut, ja, die jetzt komplexe wissenschaftliche Probleme lösen, ist jetzt nicht mehr abwegig. Ja, die Möglichkeiten sind da. Ja. Ein Rechercheassistent, der sucht die passenden Paper, interpretiert die, ein Python-Plugin, was dann Simulationen fährt und das in Zusammenhang bringt. Wow. Zusammenfassend. Wenn wir was mitnehmen, dann ist es meine sehr persönliche Interpretation, ist, dass LLMs uns eigentlich ein Geschenk machen. Ja, wir sind in Problemlösungen immer damit konfrontiert, gute Ideen zu bekommen und das ist genau das, was hier passiert. LLMs schenken uns genau diese Ideen und machen uns damit eigentlich zu besseren Problemlösern. Mit Plugins wird genau diese Fähigkeit nochmal modular erweitert. Und der Raum der Ideen für diesen Armchair Criticism wird um Qualität, Vielfalt und auch Quantität erweitert. Dieses Thema Retrieval Augmented Generation ist für sich genommen nochmal sehr interessant, weil ich da wirklich das Thema der Halluzination ein Stück weit mit begegnen kann, indem ich Aktualität, Relevanz und auch Konsistenz von Lösungsvorschlägen sicherstelle, durch die Dokumente, die ich reinschieße. Und insgesamt, dürfen wir nicht vergessen, klar,
Attention is All You Need war 2017. Ja, wir haben das mitbekommen, aber eigentlich stehen wir jetzt erst am Anfang der ganzen Geschichte. Ja, dass wirklich Milliarden von Menschen sich weltweit hier mit jeden Tag beschäftigen. Was also in den nächsten Monaten passiert, ist gar nicht abzusehen. Was wir heute schon sehen können, ist das Thema Multimodalität. Sprache und Bild wird nächste Woche, denke ich mal, sehr spannend werden, wie das in Dolly 3 gelöst ist. Eben das Thema LLM-Agenten, LLM-basierte Transaktionen, ja, diese Selbstständigkeit auch im Tun, im Handeln, auch vielleicht im wirtschaftlichen Handeln, bis hin zu wirklich Teams von LLM-basierten Spezialisten, die mit Menschen zusammen komplexe Probleme lösen. Ich freue mich auf die Diskussion. Danke für die Aufmerksamkeit. Sehr gut.